Hallo und willkommen zu einer Folge des Speedstorm. So, wir machen wieder ein paar Ranglistenspiele, wieder mit Jasmin hier. Habt ihr auch jetzt auch mal Wert 8 hochgelevelt? Das waren quasi alles, ja, was ich machen konnte. Damit habe ich meine Ressourcen aufgebaut und Wert 8. Das heißt, höher geht da nicht. Das heißt, hätte ich quasi, sagen wir mal, Mickey nicht hochgelevelt oder so, die paar Level, hätten vielleicht Level 9 erreicht und das wäre dann Maximum gewesen bisher. Das wäre ja nicht billiger, ne? Wird ja immer teurer. Ja komm, ey, zeig nicht mal alle Charaktere hier. Na, ja, erstmal nochmal. Cool. Server sind on point in dem Spiel. Hä? Wieso war es nicht mal ein guter Start? Das war ein ganz normaler Start, den ich hatte. Was ist das denn, ne? Da fährt aber über einen falschen Boden. Ich bin da. Tja, hat keine Kiste bekommen, oder? Ich hab ihn jetzt da. Der ist nicht so früh da. Leider nicht getroffen, schade. War aber knapp. Vielleicht gehört da, da rumzufahren. Ich meine, bremst aber ab, während das immer nicht. Man sieht die Items so schlecht. Ne? Also ich werde halt zuvor schon zweimal getroffen. Ich habe beides mal nicht gesehen, wovon. Also ich sehe oben rechts halt wovon, aber du siehst das Item, also ich halt einfach nicht. Das ist so bad eben in dem Spiel auch. Alter, ernst? Ich hab mich ja von der ganzen Zeit getroffen. Ja, wir sind kurz Achter geworden, ne? Nice. War ein gutes Rennen auf jeden Fall. Kriegst trotzdem 50 Punkte für, macht natürlich Sinn. Ich bin einfach Letzter geworden und steig im Rang auf. Logisch. Also kann ich ja quasi jetzt einfach AFK gehen und ich steig trotzdem im Rang auf, oder nicht? Sei denn, man wird aus dem Spiel gekickt, wenn man AFK ist. Dieses Spiel macht mich aber fertig, ey. Leute, fahren die gerade rückwärts? Fahren die gerade rückwärts? Oder nicht? Oh, nee, das habe ich glaube ein anderes Stück, das ist ähnlich aufgebaut, das ist halt Stopp. Wenn man das kann, dann ist ja gar nicht so früh. Aber das kennen wir an sich ja mit dem Rüberspringen da an sich. Lass mal wegrammen. Springen wir beide rüber. Ja, ramm mir doch nicht her, ey. Ich muss die Kurbel richtig kriegen. Mann, ich hab ehrlich durchzug. Ich meine, diesen Scheiß, die haben echt schlechten Treffen, ey. Da haben wir, glaube ich, noch nicht einmal jemanden getroffen. Oh, da war knapp. Den wurde ich davon nicht getroffen. Also mal ein normales Schild an. Und an der Stelle ist gefühlt doch obenrum besser, weil du eine Kurve besser bekommst an der Stelle. Hat er getroffen damit? Ne? Und da ist mein Schild weg. Aber vielleicht wieder von irgendwas getroffen, was ich nicht gesehen habe. Ist man wohl vom Feuer betroffen oder so angeblich? Ja, man sieht ja einfach nichts, wovon er betroffen ist, ne? Das ist. Na, scheiße, der hat ein Schild, na geil. Mann, der hat mich wieder gerammt, der Typ da. Hä?
von auch ein mal erstmal auch da weiter gedriftet, aber ich bin von der Drifttaste runter, weil ich F. Ich brauche ein gutes Item hier. Da noch ein Schild hier. Ja gut, vierter Mittelfeld immerhin. Da sind wir lange Zeit vorne mitgefahren, ne? Also sind wir wenigstens auf dem zweiten Platz. Na gut, waren auch wieder 17, 21 und 17. Next round. Ah, die Schwarz-Weiß-Map. Wo ist auch eine andere? Eigentlich starten. Ich kenne die Schwarz-Weiß-Map, dass wir quasi in diesem Theater starten und dann durch die Leinwand mit Schwarz-Weiß-Bett reinfahren. Hier starten wir ja gleich auf der Strecke, also das ist auf jeden Fall auch wieder eine andere. Aber vielleicht bin ich ja auch schon mal gefahren, hab ich aber nur wieder vergessen. Ey, da kannst du mal losgehen hier. Ja. 10 Minuten später. Also ist doch da. Das war doch natürlich die Leinwand durch, oder? Quasi. Also, die fahren wir jetzt aber rückwärts. Fahren wir. Oder? Ich glaube schon. Fahren wir die jetzt rückwärts. Oder ist halt eine andere, die einfach nicht aufgebaut ist. Ne? Kann ja das sein. Keine Ahnung. Wenn wir noch erst da festgetroffen worden sind. Falten wir unsere Waffe mal, falls wir überholt werden. Wollte ich anscheinend schon, ich sehe zwar den ersten nicht, der vor mir sein soll, aber hey. Auf jeden Fall waren wir zweiter, da oben war der. Ja, da bitte schön, kannst du haben. Heißt, der hat einen Abgang gemacht. Das ist gerade allerdings abgebogen, mein komischer Bumerang. Ey, dieses Spiel macht mich fertig, Mann. Warum biegt der einfach links ab, ey? Der Verbindungsabbruch, oder was heißt das da oben? Oder hat er eine schlechte Verbindung? Steht immer weg von den Typen. Nein, ah, das war nicht so gut. Jetzt sind wir wieder zweiter. Viel Speed dabei verloren. Ah, wieder gegen die Wand gefahren. Ah, gut, aber jetzt ist weit vorne. Wir brauchen ein gutes Item jetzt noch. Oder? Und das könnte ein gutes Item. Nein, das ist da wieder oben. Oh, kommt der dritte wieder her. Was war das? Das Ding biegt wieder einfach ab. Willst du mich verarschen oder was? Was ist das für ein Scheißteil? Sie biegen das immer ab vom Gegner, vielleicht war ich genau hinter dem, aber flippt den nach links. Ey. Bullshit. Ich war natürlich noch vor dem Ziel getroffen, aber wir werden immer noch Zweiter. Immerhin noch Zweiter geworden. Für die einen ist er falsch abgebogen, weil ich mit meinem Item getroffen habe, weil ich hinten geschossen habe. Aber noch schön gesehen, wie der mir vorbei nach links gefahren ist, obwohl es nach rechts ging. Na, wir haben aber gegen Level 18 behauptet immerhin. Aber wir haben alle Verbindungsprobleme. Also ich sage noch quasi dieselbe Aufnahme-Session wie aus der letzten Folge. Auf jeden Fall am heutigen Tag scheint die Server, also für mich läuft es ja gut, aber scheint für andere, die haben auf jeden Fall irgendwie Verbindungsprobleme teilweise. Keine Ahnung, was hier los ist. Ich weiß nicht, von wo aus die spielen. Ich weiß gar nicht, auf was es das Spiel noch gibt. Ob es irgendwie auf Playstation gibt, Xbox, gibt es das aber auch auf Switch vielleicht? Ich habe keine Ahnung, wo das überall released worden ist. Weil gerade bei Switch kann ich mir gut vorstellen, dass es einfach an der Switch liegt. Falls es das da gibt. Ja. Wenn der Switch halt nicht exakt, ja, also nicht an LAN-Anschluss hat, sondern über WLAN halt dran ist, dann. Naja, viel Spaß damit. Das ist überall an sich.
nicht unbedingt, also kann gut funktionieren. Aber da habe ich schon öfters mal gehört, dass es auch einfach mal nicht so gut funktioniert. Alter, wir wollen mal nicht 1000 Mal weggekickt am Anfang. Okay, das war ein Hindernis. Okay, da sind wir mit drin. Das war's jetzt wieder. Aber eine Chance vor der nächsten Fahrt, ich fahre mit der Mitte gegen den scheiß Teil dagegen. Oh no. Besser einfach gar nicht legen, gefühlt, ey. Lass mal da hinten schießen, das Teil. Ey, ich wollte da hinten schießen, warum ist er nach vorne geflogen? Also für manche Strecken ist der Booster auch nicht so geil, ne? Also hier so ein, diese Dreifach-Booster, ey, in den Kurven. Schon kritisch. Letzte Runde. Tja, ich schieße auch mal damit, übertreibe ich ja irgendwas an mir. Ich glaube, bevor mir ich übertreibe ich damit auf jeden Fall eh nicht. Schild an einfach. Alter, was hat das für ein Drift? Naja, erstmal nach oben springen, aber nicht auf der Strecke landen, auch gut. So macht man das. Tja, sieht aus, wenn wir Zweiter werden würden. Da muss man erst mal schon wieder ganz hin, ey. Das ist wahrscheinlich schon ein Ziel oder so. Das Boost ist manchmal nicht so geil, also im Kurven sollte man den nicht einsetzen, dann kommst du nur so weit raus. Boah, Zweiter geworden. Keine Ahnung, wo der Erste ganz war. Acht Sekunden Vorsprung. Na gut, dann war es das wieder für heute. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.